Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Multipler Garage. Im heutigen Video geht es um die Teile, die ich mir am letzten Wochenende beschafft habe, beziehungsweise im Großen und Ganzen geht es um die seltenen Dachgepäckträger. Man sieht, das ist der Kühlschrank bzw. die Thermobox, die für den Multipler auch original angefertigt wurde. Stand wohl bei ihm schon ein bisschen länger rum, schätzungsweise 10, 20 Jahre, so wie es aussieht. Speisen möchte ich da drin nur ungern reintun. Hier ist auch wieder eine kleine Schimmelkultur zu finden. Ja, hier haben wir nun die Dachgepäckträger. Im Normalfall kosten die 400 Euro. Das bedeutet, die sind eigentlich relativ selten. Und was wir gerade sehen, die sind leider auch nicht vollständig. Das wusste ich auch schon, als ich gekauft habe. Hier zum Beispiel fehlt der Unterbau. Also dieses Gummi, was im Endeffekt dann aufs Dach kommt. Also ich hoffe zumindest, dass wir 4 von diesen Dingern auftreiben können. Hier an der Seite sehen wir auch, fehlen diese Abdeckungen, was natürlich extrem schade ist. Aber ich hoffe mal, dass ich die irgendwo nochmal bekomme. Wenn nicht vom Schrott, dann vielleicht woanders. Perfekt, auf der Seite haben wir es und auf der anderen auch. Und bei dem anderen sehe ich, dass wir auf der anderen Seite auch noch eins dran haben. Das heißt, wir haben mindestens 4. Von diesen schwarzen Teilen, die wir dann an das Auto anbringen können. Als erstes müsst ihr von der Dachreling diese Schutzkappen abnehmen. Wenn es jetzt fokussiert, seht ihr die besser. So, das geht relativ einfach. Man muss die auf jeder Seite einmal reindrücken. Am besten geht das natürlich mit nochmal 2 Händen. Und müsst sie dann, hier haben wir es jetzt zum Beispiel reingedrückt, das ist schon mal sehr gut. Und wenn das einmal geschafft ist mit einem Schraubendreher, beliebiger Größe, am besten mit einem kleinen, nicht so wie der hier, kann man die dann auf beiden Seiten rausdrücken. Man sieht das, wie das funktioniert. Und wenn man dann Glück hat, dann schnelzen die Dinger von selber raus, wenn man da drunter fasst. In meinem Fall ist das Ding jetzt irgendwo hier drüben hingefetzt. Hier liegt es doch. Also die sind hier mit diesen Halterungen befestigt. Man sieht sie natürlich nicht. Auf der einen Seite ist diese gerade abgebrochen. Hier liegt sie doch. Perfekt. Also die Dinger aufheben am besten, also die sind aerodynamisch sehr wichtig. Und nun seht ihr eigentlich, das Beste ist, ihr schraubt die erstmal ab, das hier oben ist in der Mutter. Und dann bekommt ihr die Dinger ab. Wir demonstrieren das jetzt am Beispiel von dem hier. Aber erstmal zeige ich euch, ich habe nämlich schon ein Beispiel erstmal zerlegt, um euch zu veranschaulichen, wie das funktioniert. Auf der Seite habe ich es natürlich auch schon abgemacht. Und zwar schauen wir mal oben rein. Dort könnt ihr den Mechanismus eigentlich erkennen. Und das untere Teil von dem, ich muss mal das nach unten nehmen, sonst seht ihr das nicht, ist hier so eine Schraube mit so einem Ding. Und die steckt ihr eigentlich hier drin, in diesen Schlitz rein. Und dann könnt ihr die verdrehen und ihr seht, die ist dann auch verkeilt. Dann steckt ihr das Ding, also dieses Ding hier, was da unten dran ist, irgendwie drauf, also man steckt das hier durch, so, und dann seht ihr, dann ist das auch fertig und dann steckt ihr von oben die Unterlegscheibe und die Mutter drauf. Also natürlich müsst ihr erst den Dachgepäckträger noch dazwischen stecken, ist aber eigentlich relativ einfach, man sieht es. Ein simples System, was wir jetzt erstmal anhand des Dachgepäckträgers genauer ausprobieren. Worauf man achten sollte, ist, dass es 2 verschiedene gibt, also einmal für vorne und einmal für hinten. Ich lege die beide mal nebeneinander. Also der große ist ganz klar für vorne und der kleine ist für hinten. Das seht ihr auch daran, an diesen größeren Plastikdingern, welcher nach vorne gehört. Und das kleinere Plastikding liegt jetzt noch auf dem Dach, das habt ihr gerade gesehen, das ist für hinten. Was ich auch noch gerade feststelle, ist, dass ihr das am besten zu zweit macht, weil alleine ist das komplett ohne Lackschäden leider nicht möglich zu bewältigen. Also ich habe die jetzt hier so vorsichtig rübergeschoben. Natürlich ist das Ding jetzt erstmal zerlegt. Ich versuche das nochmal so ein bisschen. Ach egal, das Auto ist sowieso nicht mehr so viel wert. So, jetzt haben wir hier die Teile. Jetzt habe ich natürlich nicht darauf geachtet, wie rum das denn sein muss. Aber ich denke mal, dann wird es natürlich hier oben, das wird auch nur einmal hier reinpassen, schätzungsweise mit dem oberen Ding. Genau. Ja, das muss ich leider jetzt ohne Kamera machen. Ich zeige euch dann also als nächstes die Schraube von unten halt rein. Das Ding hier aufsetzen. Und dann gucken wir mal, wie das von oben aussieht.
Das funktioniert echt logisch. Also es kann nur einmal passen, weil ihr seht, das ist unten so abgerundet und das rastet dann noch so ein, dass man es nicht wirklich mehr verschieben kann. Und so, dass es halt oben eine gerade Fläche gibt, weil das Dach ja abschüssig ist. Die Dinger sind eigentlich relativ unnötig, die Gummiteile sehe ich gerade. Die verändern halt nur so ein bisschen die Aerodynamik. Also wenn ihr die nicht habt, ich meine, guckt euch das an, ihr könnt das auch einfach jetzt hier so draufsetzen. Dann habt ihr halt hier diesen Zwischenraum. Sieht natürlich einfach optisch nicht so gut aus. Aber die Dinger, die sind halt einfach so zum Drauflegen. Man sieht das auch, ne? Und jetzt stecken wir halt einfach das Ding oben auch durch dieses Loch. Zack. Noch so ein bisschen verschieben, das sehen wir ja gleich, ne? Die passen da auch drunter, wie man sieht, ne? Man muss das nur richtig reindrücken. Dann die Mutter oben drauf. Also die Unterlegscheibe und die Mutter. Moment, ich nehme sie mal kurz aus meiner Jackentasche. Hier. Ne? Andersrum. Ach, egal. So. Die Mutter liegt noch im Auto, glaube ich. Moment, ich krame noch meine Jackentasche. Jetzt haben wir sie. Und die packt ihr einfach oben drauf. Könnt ihr natürlich, beziehungsweise müsst ihr dann nachher noch mit dem Dings festziehen. Mit einer Knarre oder mit dem Maulschlüssel, je nachdem. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, dieses Anbauteil. Man sieht, das lässt sich jetzt noch verschieben. Aber das sehen wir mal, wie es am Ende auf der anderen Seite aussieht. Auf der anderen Seite dann auch genauso befestigen wie da. Wäre natürlich jetzt noch anders geil, wenn die Abdeckungen für die Seiten drauf wären. Die haben dann natürlich diesen schwarzen Streifen schätzungsweise noch durchgeführt, optisch. Oder sind Silber, ich weiß es selber nicht. Ich muss auch gucken, dass ich die vielleicht mal bekomme, weil das wäre wirklich anders geil. Jetzt machen wir das mal richtig fest, also mit einer Knarre. Das Ganze mache ich dann hinten nochmal und dann schauen wir uns mal das Endprodukt an. So, hat jetzt eigentlich nicht lange gedauert, die ganze Aktion vielleicht eine halbe Stunde. Und ich finde, das macht das ganze Auto irgendwie so ein bisschen exquisiter, kann man sagen. Also irgendwie so ein bisschen die gehobene Klasse. Leider fehlt uns von diesen Gummipropfen natürlich genau einer für hinten. Das Ganze sieht dann verbaut so aus. Also es funktioniert, das System funktioniert, aber halt, ich denke mal, aerodynamische Geräusche werden vorhanden sein. Schade, dass uns für vorne nicht lieber eins fehlt, weil da haben wir noch da eins und im Auto ist auch noch eins drin. Das heißt, von denen hätten wir natürlich genug gehabt, aber nein, es muss natürlich genau von dem einer fehlen, wo wir eh nur einen von haben. Und das ist halt für die andere Seite. Jetzt muss ich noch die Abdeckungen organisieren, eventuell halt noch die Teile für die andere Seite. Aber ihr wisst es ja, es funktioniert auch ohne diese Abdeckung, also ohne dieses Gummi. Also das heißt, wenn ich jetzt hier, aber hier fehlen ja die ganzen Dinger, ne, die Halterung mit den Schrauben. Das heißt, die zwei sind eigentlich unbrauchbar. Hier hat man jetzt nochmal ein Teil extra für vorne. Das heißt, wenn vorne Gummi kaputt geht, hätte man das halt da anbauen können, aber ich bräuchte eins für hinten. Trotzdem sind die Teile gut. Ich habe natürlich jetzt die besten angebaut, bis mir aufgefallen ist, dass ich doch einen schlechten genommen habe, weil der hier, den habe ich nur gesehen, dass der hier oben so kaputt war. Da habe ich einen anderen genommen. Der andere ist auf der Seite drüben sehr gut. Aber leider ist das halt hier auf der Seite, bröckelt das ab. Das habe ich anfangs erst nicht gesehen. Dann habe ich aber für den eine perfekte Selektion getroffen. Übrigens, was ihr vielleicht noch wissen müsst, ist, wenn ihr die anbaut und zieht die auf beiden Seiten fest, dass die manchmal so ein bisschen durchhängen, liegt daran, die Löcher hier sind nicht rund. Und das bedeutet, ihr schraubt die auf einer Seite fest und dann könnt ihr auf der anderen Seite noch ziehen. Und dann könnt ihr halt, je nachdem, das Ding so ein bisschen spannend, weil wenn es kälter ist, sind die, denke ich mal, auch ein bisschen anders zu verbauen. Wenn es wärmer wird, wäre es bestimmt einfacher gegangen. Also sie dehnen sich ja dann auch ein Stück. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Multiplar Garage. Tschüss.